neben Jan Schmid. Auf geht's in die letzten 2,5 Kilometer. Und Johannes Rizek ist fast dran an den Verfolgern. An Fabian Riesle, an Akito Watabe, an Jan-Magnus Rieber, der Mann mit der 10 und Antoine Gérard aus Frankreich im blauen Rennanzug. Der Japaner jetzt vor Akito Watabe. Sekunden nach wie vor der Abstand. Und die haben da hinten schon sehr, sehr viel investiert. Sie sehen die hier vor. Jan Schmid versteckt sich da hinten noch. Wenn man jetzt mal in die Statistiken geht, von den Laufleistungen in dieser Saison, dann hat Erik Frenzel die besten Daten. Aber was bedeutet das eben? Er hatte ja eine Erkältung, konnte in Klingenthal Anfang Februar nicht dabei sein. Ging eine Woche lang komplett gar kein Training. Aber jetzt hat er sich wohl wieder rausgezogen. Nach wie vor guter Zug hier drin. Einer der Überrundeten, der da drüben Platz macht. Einer der Chinesen, die zum ersten Mal bei einem großen Wettbewerb dabei sind. Und die Verfolger. Rizek ist dran. Hier Akito Watabe. Oh, der Blick in die glasigen Augen von Laura Frenzel, die ihren Mann immer so sehr unterstützt hat. Drei Kinder haben sie zusammen. Ganz häufig bei den Wettbewerben dabei. Natürlich sind auch die Eltern mit da. Silke und Uwe. Dazu viele Fans aus dem Heimatort in Geier, im Erzgebirge. Erik Frenzel, Franz Josef Rehrl, Mario Seidel und Jan Schmid. Der Abstand ist nicht geringer geworden. Er war 16 Sekunden und es sind jetzt 19. Das sieht verdammt gut aus, dass diese Vierergruppe es schaffen wird. Die spannende Frage bei vier Athleten, wer sind die drei, die am Ende aufs Podium gehen? In den Wiesen da unten. Horsthüttl sehen wir da den sportlichen Leiter, nordische Kombination und Skisprung. Alle sind aufgeregt, alle springen hin und her und wünschen es diesem Erik Frenzel so sehr. Jan Schmid, jetzt kommt er langsam nach vorn, der Norweger. Ich hatte es angedeutet. Noch einmal nach oben. Erik Frenzel und Jan Schmid, die beiden Österreicher im Augenblick auf 3 und 4. Schmid übernimmt die Führung. Will er hier vorher noch mal wegspringen? Die nächsten Überrundeten. Jan Schmid. Und der letzte Berg. Es ist der letzte scharfe Berg, bevor es dann noch den einen Hügel gibt. Jetzt versucht Jan Schmid davon wegzuspringen. Kann Erik Frenzel jetzt hier folgen? Mario Seidel mit Problemen. Franz Josef Rehrl bleibt an den Skienden von Frenzel dran. Und der folgt Jan Schmid. Es ist der letzte scharfe Berg. Frenzel sieht gut aus, wie auch Jan Schmid. Und Franz Josef Rehrl, Hut ab, wie der sich hier rankämpft. Es geht um eine WM-Medaille und ich glaube, Mario Seidel kommt dann nicht mehr ran. Riesenaufregung hier natürlich. Alle feuern an. Erik Frenzel auf 2. Norwegen vor Deutschland und Österreich. Drei Medaillen sind zu vergeben. Und ein Deutscher ist dabei. Fünfmal hat er schon Gold geholt. Was wird's heute? Gut umtreten. Die Oberschenkel, die brennen natürlich jetzt. Ganz eng bleiben. Sie kommen hinein ins Stadion. Werden es einmal passieren? Für welche Taktik entscheidet sich Erik Frenzel? Vorbeizugehen, da am Hügel, um als Erster hineinzugehen oder den letzten Berg, die letzte Abfahrt als Windschatten zu nutzen. Die Lippen aufeinander gepresst. Mario Seidel hat aufgegeben, wird sich mit seinem vierten Platz abfinden müssen. Erik Frenzel greift an, will als Erster in die Abfahrt gehen, zieht vorbei an Jan Schmid. Erik Frenzel hat 5 Meter zwischen sich und Jan Schmid gebracht. Reicht das schon, um ihn nicht in den Windschatten zu lassen? Setzt jetzt hier alles frei, ist schon 10 Meter weg. Erik Frenzel als Erster oben an der Kehre. Kurz
Kurz über die Schulter geblickt. Wo bleibt Jan Schmid? Kann er sich nochmal ranziehen oder zieht er das hier herunter? Ganz eng an der Bande die Linkskurve ziehen und dann ist es diese ewig lange Zielgerade. Erik Frenzel ist deutlich vorn. Wo kommt denn Schmid? Der ist weit weg. Jetzt nur aufpassen. Jetzt ganz entspannt hier hineinskaten. Erik Frenzel, das gibt's doch nicht. Der kann jetzt schon jubeln. 50 Meter vor dem Ziel. Erik Frenzel ist Weltmeister.